Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel City Skylines. In der letzten Folge bin ich einmal hier großzügig mit Straßen bzw. Autobahnen und Gleisen über die ganze Map gegangen und habe quasi hier zwei neue große Inseln erschlossen und offscreen habe ich noch ein bisschen was geändert und zwar tada! Hab hier nochmal meinen Autobahnkreisverkehr eingebaut. Denn hier unten verbinden sich die ganzen Autobahnen. Und habe gedacht, Mensch, ja, können sie eigentlich alle miteinander verbinden und das funktioniert dann hoffentlich auch irgendwie. eine Straße oder eine Autobahn ist noch nicht angeschlossen, ist diese. Denn diese wird dann irgendwann mal. Also wenn die Autobahn mal hier so rüber geht, dann direkt angeschlossen, aber erst wenn ich hier unten mal dann am Gange bin und nicht jetzt, das ist noch zu früh. Die haben alle jetzt ihre richtige Route gefunden. Hey, die fahren alle zum ersten Mal über die Straße. Sehr schön. Die fahren alle hier in das Industriegebiet, oder? Ich denke schon. Busse auch schon hier irgendwie durch? Ne, Busse haben diese Linie, diese Straße noch nicht gefunden. Wird glaube ich auch noch eine Weile dauern. Aber hier die ersten LKWs kommen hier in das Ölgebiet rein. Sehr schön. Ja, ich glaube, so nach ein paar Minuten wird die ganze Straße dann auch gut befahren sein. Auch der Güterverkehr hat diese neue Strecke schon gefunden. Bin gespannt, wo der hinfährt. Nach oben, nach unten. Der fährt nach unten. Da kommt ein anderer Zug. Ah, sehr schön. Der fährt auch hier hoch. Voll Karacho. Und noch ein Zug. Ey, da geht's zu. Gerade ist aufgemacht die neue Strecke und schon wird sie benutzt. Sehr schön. So soll es auch sein. Kurz mal schauen, wo fahren die Züge überhaupt hin. Fährt der vielleicht direkt hier ins Ölgebiet? Das wäre natürlich Oberklasse. Jawohl, er fährt. Sehr schön, cool. Ja gut, dann würde ich mal sagen, beginne ich hier meinen Straßenbau oder tue den Straßenbau ausweiten. Und zwar, ja, wir haben eine mittlere Nachfrage nach Wohngebieten und das werden wir auch ausnutzen. Denn hier, das wird hauptsächlich, würde ich sagen, Wohn- und vielleicht kleines Gewerbegebiet. Also hier diese und diese Insel. Und hier oben werden eh jede Menge Arbeiter gesucht. Also bietet sich das ja ganz gut an, dass man hier ein Wohngebiet erschließt. Denn dann hat man es mit dem Auto auch nicht weit oder mit der Bahn sowieso nicht. Hier haben wir die Bahnlinie für den Personenverkehr. Die werde ich auch hier nochmal anbinden. Vielleicht hier noch einen Güterbahnhof einbauen. Dass hier der Stadtteil auch mit Güterwaren vom ganzen Stadtbereich versorgt werden kann. Und ja, ich will jetzt gar nicht mehr so viel rumreden, sondern einfach losbauen. Kurz überlegen. Wie machen wir das? Hier eine Abfahrt wäre, glaube ich, nicht schlecht. Obwohl auf der anderen Seite ist hier eine Abzweigung. Müssen wir anders machen. Also hier kann man abbiegen. Dann gehen wir hier eine halbe Ebene nach unten. Hoffentlich komme ich hier unter die Gleise durch. Jawohl, es geht sogar. Sehr schön. Und dann kann man hier von der Autobahn direkt runterfahren. In das Stadtgebiet rein. Da werde ich eine große, breite Straße verwenden müssen. Die geht dann von hier. Nee, nicht ganz. Geht dann hier immer so durch. Hier wird dann die Autobahn angeschlossen. Geht dann von hier irgendwie da so rüber. Mal schauen, wie ich da hinkomme. Am besten irgendwie vielleicht hier unten durch. Würde sich auch ganz gut anbieten. Ja, das schaut ganz gut aus. Okay, hier ist der Knick ein bisschen komisch, den werden wir noch mal ein bisschen bearbeiten müssen.
Ja, schon viel besser. Dann geht die Straße. Keine Ahnung. Hier so rein. Müsste, glaube ich, reichen. Und dann kann man so ein paar Nebenstraßen einbauen. Und dann ist es, glaube ich, auch alles gut versorgt. Wie machen wir es hier? Hier könnte ich. Hier könnte man so machen und so. Vielleicht hier auch nochmal. Wird zwar jede Menge Staus geben, schätze ich mal, aber ja, das ist auch gewollt. Ja, eigentlich nicht, aber kann passieren, dass hier Staus gibt. Die Straße geht schon mal hier drauf, dann werden wir hier wieder ab umbauen und zwar auf Einbahnstraße, dass sich der Verkehr hier gleich verteilt, nach links und nach rechts. Ja, es ist eine Möglichkeit, hier in den Stadtbereich reinzukommen. Sollten wir noch ein paar andere Möglichkeiten schaffen, ist klar. Ja, man sollte vielleicht auch wieder hier auf diese Straße kommen oder. Kurz überlegen. Sechsspurige Straße. Ich könnte auch. Wenn es geht. So. Und so. Genau. Dann könnte ich theoretisch hier die Abfahrt einbauen. Was macht die Autobahn hier los? Hier ist ja voll die Senke drin. Moment, Spiel kurz anhalten. Das muss ich schnell ausbessern. Ja, schon viel besser. Das Spiel kann weiterlaufen. Machen wir hier eine Abzweigung, eine Abfahrt. Ja, vielleicht doch weiter hinten, ne? Kleines bisschen weiter hinten, so in etwa. Bietet sich die Möglichkeit schon an, dann nutze ich es auch. Ja, so in etwa. Dann gehen wir wieder eine halbe Ebene nach unten. Ups. Ungefähr so und dann nochmal. So und so. Genau, jetzt tun wir da upgraden. Wenn ich das hier mache, das schaut ein bisschen komisch aus, oder? Nee, das geht schon. Genau, über diese große Straße kann man sich dann ins ganze Stadtgebiet verteilen. Jetzt haben wir die Abfahrten. Es braucht Auffahrten logischerweise auch noch. Werde ich auf der Seite genauso machen wie drüben. Hier muss ein Stückchen gerade irgendwie. Dann. Ah, natürlich ist wieder Nacht. Oder noch ist es Nacht. Und dann können wir hier auf die Autobahn wieder drauf fahren. Und das gleiche in diese Fahrtrichtung auch noch irgendwie. Ja, hier ist blöd. Und hier ist die Abzweigung. Der Verkehr sollte sich vorher schon ein bisschen aufteilen. Dazu werde ich hier nochmal irgendwie eine Straße einfügen. Ah, die mag nicht. So wird es gehen, aber das ist die Eisenbahnlinie. Gefällt mir das nicht ganz. Obwohl, das muss schon, das geht schon irgendwie. Also hier quasi die Straße so einbauen. Obwohl, das kann ja. Die mal schnell upgraden. Ups, nein, nein, nein. Ah, sorry. Die Autobahn geändert, so ist schon besser. Genau. Und jetzt kann man von hier aus ein Stückchen gerade irgendwie. Ui, es donnert. Okay. Das kommen wir natürlich nicht über die Gleise drüber. Oder wenn ich noch ein Stückchen höher gehe, noch ein Stückchen und noch ein Stückchen. Boah, das ist eine mega Auffahrt, aber ja, das geht schon. Das kann man so lassen. Die Steigung ist akzeptabel, würde ich sagen. Da kommt jedes x-beliebige Fahrzeug nach oben. Jetzt muss ich nicht. Ui, jetzt donnert es ja wirklich.
muss ich nur noch ein paar alternative Routen einbauen, dass er möglichst schnell auch hierher kommt. Und zwar hätte ich jetzt gedacht, Nee, das muss ich anders machen. Das werden wir ein bisschen in die Länge ziehen, das Ganze. Ungefähr so hier. Ah, das ist eine Abfahrt. Ja, okay, das darf auch sein. Mal so und dann so her und dann irgendwie da so dran. Fahrtrichtung wieder umkehren. Genau. Und jetzt kann man von hier. Ah, das Donnern, das nervt langsam. Jetzt kann man. Ah, hier ist die Eisenbahnbrücke im Weg. Jetzt kann man hier über einen Tunnel. Jawohl, es funktioniert. Kann man hier einmal durch die ganze Stadt fahren. In der Hoffnung, dass es so funktioniert. Und zwar können wir dann. Wo kann man hinfahren? Ich würde sagen, hier wäre eine gute Stelle, wo man dann irgendwie rauskommt. Jetzt kann ich so her. Ungefähr daher und dann hier an die Oberfläche. Ja, was sehen würde, wäre cool. Aber hier baut er die ganzen Bäume hin. Jawohl. Ideal. Ja, okay, hier ist ein komischer Knick drin, der gefällt mir nicht ganz. Oh, Hilfe. Nee, dreh mein Spieß um. Mach mal anders. Und zwar gehen wir von hier. So. Dann. So und dann daher und das Ganze werden wir nochmal upgraden und zwar die Einbahnstraße, zweispurige, halt falsch rum. Genau, da können Sie die Fahrzeuge gleich wieder aufteilen, wo sie hin wollen oder wo sie hin müssen, sagen wir so. Hier, das kann man eigentlich auch wieder upgraden. Jawohl, das passt ganz gut. So, es braucht noch eine alternative Möglichkeit, hier auf die Autobahn zu kommen. Und zwar, angenommen, man kommt jetzt von hier oben, will hier auf die Autobahn, in diese Richtung, dann, ja, muss einmal hier durch das ganze Gebiet durch. Ja, hier wird es dann eh ein paar Nebenstraßen geben, da wird sich der Verkehr dann hoffentlich irgendwie verteilen. Ja, ist gar nicht so einfach. Moment, das machen wir anders. Hier, das bauen wir noch ein bisschen um. Und zwar so. Aber die Gewitter, das sind ja nicht mehr normal, oder? Genau, gehen wir hier so drauf. Und dann werde ich von hier abzweigen. Ja, geht das hoffentlich. Oder ist der Abstand schon zu gering zu der Straße? Nee, das geht sogar. Sehr schön. Jetzt kann man quasi hier so. Ah, muss hier unten durch. Oder oben drüber. Nee, unten durch. Ist eine Möglichkeit. Ist auch die einzige Möglichkeit. Ja, wäre die Möglichkeit, aber irgendwie. Irgendwie geht es noch nicht so, wie ich mir gedacht habe. Achso, schon klar. Ja, schon viel besser, jetzt geht's. Und dann kommt man hier an. Gehen wir wieder an die normale Tiefe, so etwa. Dann hier an die Oberfläche. Aber wenn ich was sehen würde. Aber die Sonne geht langsam auf. Ist ja schon mal sehr gut. Jawohl, so wollte ich es haben. Ah, ist auch wieder der Knick. Oh Gott. Machen wir es andersrum, wie vorher. Und das weg, dann gehen wir von hier. Na komm, jawohl, so, dann hier wieder in die Tiefe, in den Untergrund der Stadt. Genau, und jetzt kannst du wieder upgraden. Ups, falsch rum. Jawohl. Aber hier kann man es auch schon machen, so. Genau.
Sollte man noch ein paar alternative Routen einrichten? Ich glaube nicht, das müsste schon so reichen. Ja, okay, Schneepflüge werden jetzt benötigt. Ja, oh, es geht schon wieder los. Strom, U-Bahn. Hey, Schneepflüge sind schon unterwegs. Cool. Was ist hier los? Hier gibt es einen Stau. Ah, egal, passt schon. Ja gut, dann werden wir hier jede Menge Straßen errichten müssen. Fangen wir vielleicht mit den Straßen an. Oder ich baue hier nochmal eine Brücke ein. Ha, das wäre eine Idee, aber ja, hier kommt man schlecht unten drunter durch, oder? Hier wird es gehen. Oder? Geht es hier? Nee, natürlich nicht, weil. Also hier sind jede Menge Stützen. Hier werde ich glaube eh nichts machen, oder? Hier. Nee, hier kommt man eh nirgends unten durch. Ja, da gibt es eine Möglichkeit, hier einen Tunnel einzubauen. Wenn wir quasi hier so entlang gehen. Ich bin eigentlich nicht so Fan von Tunnels, oder? Ja, eigentlich gar kein Fan davon. Denn wenn ich schon spiele, wo man jede Menge Straßen und Fahrzeuge und sonstige Situationen im Straßenverkehr sieht, dann will ich es auch sehen und nicht verstecken. Jetzt gehen wir gerade hier rüber. So, ah, jetzt muss ich da hin. Ah, okay. Also eine leichte S-Kurve einbauen. Jawohl, perfekt. Haben wir einen Tunnel, haben wir hier. Ja, das geht schon, das geht schon. Ist eigentlich nicht so schlimm. Hier kann man die Straße auch wieder ein bisschen auseinander gehen lassen. Geht es so irgendwie so durch, so irgendwie? Ah, hier könnte ich durch, oder? Moment, das haben wir gleich. Ha! Jetzt sonnt es aber richtig. So, jetzt muss ich irgendwie. Mal schauen. Jetzt wird's eng. Hier kann ich ja nicht so große Wohnanlagen errichten, ne? Na, gerade geht's auch? Nee, geht nichts. Ah, egal. Dann machen wir es halt. Schief. Irgendwie. So. Ja. Mehr oder weniger. Auf der Seite. Man könnte, glaube ich, hier unten durch, oder? Geht es hier? Muss man testen. Ha! Würde gehen. Sehr schön. Könnte man hier so und so. Vielleicht mal ein paar Wohneinheiten, wo es auch jede Menge gerade Straßen gibt, aber das wollte ich eigentlich vermeiden, weil es wurde letztens mir wieder eine PM geschickt, ist zwar gut und schön, aber ich stehe eigentlich nicht so auf PM, sondern eher schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr eine Frage habt. Ganz einfach. Da tut es ja mir einen Gefallen, dann tut es ja die anderen Abonnenten einen Gefallen. In der Frage, in der Nachricht stand drin, ja, ich sollte vielleicht auch wieder ein paar Straßen bauen, die wo nicht kurvig sind, sind einfach so ein bisschen geschwungen. Ja, ja, nee, Schwan, falsch, das heißt falsch formuliert. Das sind die Straßenbahnen, die wohl nicht geschwungen sind, aber dafür gerade, so ist richtig. Okay, das schaut, schaut auch wieder komisch aus, egal. Ja gut. Hier wird eher das Viertel, wo es ein bisschen gerade Straßen gibt. Hier wird das kurvige Viertel. Ja gut, dann würde ich mal sagen, was ist für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Cities Skylines. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao.